Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grauzwergen Schnetzeln. So, heute in der Vierfachausstattung, beziehungsweise, haben wir vier Probanden gefunden, die gerne jetzt hier in der Einführung vom Video gerne dabei sein möchten. Und es ist extrem schwierig, ich merke gerade, mein Karren, es ist gerade extrem schwierig, zu quatschen und dabei zu kämpfen. Ist so irgendwie krass. Oh, warum ist denn seine Keule so lang? Das klingt irgendwie falsch. Oh, blaue Beeren. Sehr schön. Das klingt irgendwie falsch. Warum ist seine Keule so lang? Ich glaube, die Fragen stellt man einfach nicht, oder? Keine Ahnung. Komm ran. Ja, das ist schön. Ach, liebe mein Schild. Geil. So, oh, Berserker-Trophäe. Die hatte ich noch nicht. Geil. Und noch ein paar Blaubeeren am Start. Juhu, drei Büsche. Soll ich mir die markieren? Soll ich die nicht markieren? Hier am Poppes der Welt. Ihr kennt mich. Es ist einfach so. So, Blaubeeren. Machen wir das so. Und ich würde sagen, einfach nochmal kurz durchrepariert und den Karren auch. Und dann werden wir uns mal hier von dann machen, wa? So, schnell nochmal ein bisschen Kram und Zeug eingesammelt. Hier war jetzt auch auf den zweiten Blick war da jetzt auch nicht großartig drin. Ich würde die Steine mal noch rausschmeißen. Das ist wirklich ein bisschen too much. So, hinfort mit denen. Es sieht alle mit. Es ist alle nicht so aufregend. Ist wirklich alles nicht so aufregend. Ach Quatsch. So, ich wollte reparieren. Ausgezeichnet. Machen wir das so. Den Karren, wir sind nicht in der Right Position für irgendwas. Geil, habe ich ja ganze 10 Blaubeeren bis jetzt gefunden. Das sind Träumchen. Da fliegt mir gerade alles weg. So, den Kram. Es ist voll. Machen wir zu. Und wir wissen ganz genau, der Löwenzahn ist der erste, der fliegt, wenn wir keinen Platz mehr im Inventar haben. So, stehen lassen, die Handwerksstation fehlt, um es abzureißen. Das könnten sie auch echt irgendwie besser machen. Abreißen sollte eigentlich immer funzen. Das, nicht. Dankeschön. Bitte jetzt nur das Dach. Nicht wieder die Handwerksstation. Das wäre echt ein Träumchen. So, den Kram eingesammelt. Das ganze Zeug. Danke, danke, danke. Irgendwas. Warum? Heule. Ach so, ja, nee, danke. Muss ich nicht haben. Komisch, wo die herkommt. Habe ich keinen blassen Schimmer von. So, dafür könnten wir jetzt wieder so ein Köpfchen auslagern und hier dafür das Holz reinmachen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg. Ich habe keine Ahnung, wo es hier vorne und wo es hin. So dunkel. Seh nichts. Hier auf der Seite, wa? Oder? Ja. So, wenn ich jetzt hier nicht den Berg runterrutschen würde. Ja, schön. So, einmal hier hoch, bitte. S'il vous plaît, monsieur. Dankeschön. Und dann einmal hier, da hinten. Oh, hier sind schon wieder irgendwelche Grauzwerge am Start. Habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich sollte wohl auch mal wieder was essen. Ich sollte mal wieder was essen. Au! Ich krieg den Karren gerade irgendwie nicht los. Und jetzt habe ich auch wieder keinen. Mann, geh doch mal weg, Karren. Dankeschön. Oh, alter Schwede. Irgendwie dreimal klicken, damit man den Karren irgendwie loslassen kann. Ich weiß ja nicht. Ich weiß echt nicht so. Mir geht langsam das Fresserchen aus. Und der Weg ist noch weit. Der Weg ist wirklich noch sehr weit. Ist ein. Haben wir noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen. Ein bisschen Diesel. Na gut. So, da drüben. Oben warten sie schon wieder. So.
Wir wollen ja mehr oder minder da so hin. Also hier mal. Mal rüber. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der Wald ist dicht. Der Wald ist dicht und gefährlich. So. Den haben wir. Den haben wir abgelegt. Hat er mich schon gesehen? Das war mega gut geschossen. Ach, Manno. Na komm. Sehr schön. Dankeschön. Oh. Mein Schwert ist nämlich auch gleich im Arsch. Das ist mega. Aber die wird heute nicht mehr. Also für diese Aufnahmesession. Vielleicht sparen wir uns das Dungeon. Und, Laufen mal so eher gen Himmel, wa? Also tut mir ja auch leid, dass es jetzt irgendwie. Dass es jetzt irgendwie so gekommen ist. Damit hätte ja keiner geahnt. Keiner gerechnet. Was ist hier schon wieder los? Warum kommen die hier schon wieder? Ach, jetzt will er hier ein Nest. Und gleich wieder auf den Wagen zugerannt. So. Das Schwert ist wirklich gleich im Arsch und da hinten rennt schon wieder einer rum. Ich renne mal einfach hier hoch. So. Pfeiler gespart und ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Der Rest, den wir jetzt hier noch an Haltbarkeit für das Schwert haben, der wird auch garantiert draufgehen. Ach, der wird draufgehen für das, was uns jetzt hier noch erwarten wird, habe ich das Gefühl. Oder? Bin mir unsicher. Kommen wir hier hoch, bitte. Dankeschön. Das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Ich glaube, hier so ungefähr lang. Vielleicht können wir ja beides so ein bisschen miteinander verbinden. Hier haben wir jetzt ja mehr oder minder aufgeräumt. Da hinten wird es einfach nur extrem bergig. Aber eventuell schaffen wir es hier. Wir müssen nur die Arschbacken richtig zusammenkneifen. Gib alles! Das wird nichts. Gut, gehen wir hier lang. Sowieso viel schöner hier. Hier habe ich nämlich schon aufgeräumt. Und ich kann auch ganz viel Holz mitnehmen. 8 Holz, wo kamen die jetzt her? Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Es wird hier nichts. Ich komme da nicht hoch. Jedenfalls nicht mit dem Karren. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Dann machen wir mal. Es regnet schon wieder. Ach, perfekter Abschluss. Ach, wie schön. So, an der Küste hier kommen wir noch halbwegs. Es rumpelt und pumpelt hier. Ich wollte sagen, kommen wir hier noch halbwegs anständig durch. Ach, und der Wagen hinter uns explodiert. Ist es? Nee, ist es nicht. Alles gut. Ich dachte, es wäre schon wieder ein bestimmtes. Manu, geh doch mal weg! Kann ich bitte? Geht das? Oh Gott sei Dank. Ich dachte, das ist zu tief hier und ich krieg den Karren nicht mehr raus. Das wäre aber gewesen. So. Jetzt nach. Egal. Okay, lassen wir den links liegen. Ich versuche jetzt einfach nach Hause zu kommen. Was nicht so einfach ist, wenn ich ehrlich bin. Hier fehlt einfach unser mega fetter Riesenhighway. So. Ich muss leider hier hoch. Oh. Na komm ran hier. Ich hab keine Ausdauer mehr. Und die Leute geben mir ein bisschen auf den Keks. So. Einmal kurz durchschnaufen. Komme ich hier unten lang? Da hinten rum, ohne hier über diesen Berg zu müssen.
Ich probiere es einfach mal aus. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. So. Hier sieht es doch halbwegs erträglich aus. Da liegt noch ein Stein rum. Ist hier so eine kleine Tanne. Die steht hier aber nicht mehr lange. Mit dem Wagen und dem Berg macht das richtig, richtig schön. Ah, oh Gott, oh Gott. Oh, was wünscht ich wäre zu Hause in meinem Bett? Wer kann jetzt schön schlafen? Wisst ihr? Ich muss jetzt hier noch durch den Regen und mich hier mit diesen komischen Büschen herumschlagen. So. Und hier rüber. Und. Ist aber ein bisschen käsig hier. Ist halt mehr als käsig hier. So, sehr schön. Ach, Gott sei Dank. Och, wir sind wieder im Grasland. Und hier ist ein bisschen Platz. Ein bisschen. Komm ran hier. Ja. Sehr schön. Gib mich deinen Schwanz. Dann machen wir darum mal einen schönen Bogen. Und ich würde sagen, gen Himmel. Einfach mal gen Himmel. Ich hab gesagt, gen Himmel. Lass mich im Frieden. Das hat jetzt zwar nicht so ausgesehen, als würde er was von mir wollen und als hätte ich den angegriffen, aber es sah nur so aus. Es sah einfach nur so aus. Es sieht auch da hinten aus, als wäre da Pilze. Geil. Dafür mache ich ganz kurz mal, entledigt mich mal der Last dieser Welt und ich sammle jetzt hier mal schön fröhlich Pilze. Sind die gesprossen? Gesprieset? Wegen dem Regen? Och, es ist. Mann, es ist. Irgendwie ist es gerade zu viel. Irgendwie gehen mir die Kreaturen hier gerade ein bisschen auf den Senkel. Also, es ist ja schön, dass sie da sind. Das macht ja das Spiel auch herausfordernd und bunt und vielfältig. Aber, Heilige! So. Au. Und dann hier oben lang. So. Können wir. Ja, hier lang. Sehr schön. Ach, es geht doch nichts über so einen schönen Spaziergang im Regen mit so einem riesig schweren Karren. Entschuldigung. Es sah aus, als würden die gerade. Hirschschweinkram machen. Och, ich. Dankeschön. Extrem lange Arme. Wenn man den Karren hinten dran hat, dann braucht man wirklich extrem lange Arme. So, hier lang. Und das Ding mal aus dem Weg geräumt. Ach Gott, oh Gott. Und irgendwie finden wir hier nicht so richtig einen Weg, wo wir schön lang fahren können. Außer direkt hier an der Küste. Aber da finde ich es ein bisschen gruselig, dass wir nicht ins Wasser. Hallo! Na komm. Ja, dann schön. Dass wir hier nicht ins Wasser plumpsen. Und dann ist die ganze Mühe, die ganze Plackerei und der ganze Stress vor allen Dingen, war dann für die Katz. Möchte ich natürlich auch nicht. Ja, hallo! So, hier, komm weg mit dem Karren. Wehe, der rollt jetzt. Wir da stehen. Geil. Hallo, guten Tag. Haben Sie die Beeren da hinten? Das ist ja wohl eine Frechheit. Das sind meine Beeren. So, wer will was anderes behaupten? Wieder. Und ein Pilzchen. Geil. Ich freue mich so. So, das sollte eigentlich reichen, oder? Na dann gehen wir mal wieder ein bisschen Fersengeld. Ich könnte aber zu futtern vertragen. Ach, ich will eigentlich nur nach Hause. Nein! Ich habe zu spät geschalten. Entschuldigung. Das war ein bisschen dusselig von mir. Ich hoffe, das war kein
Ich hoffe, das war kein Himbeerenbusch. Scheiße. Au. Nu. Naja, bis jetzt hält das Essen noch durch. Hier sind ja... Oh, geil. So, ich parke mal eben hier. Parke da. Und dann schnappen wir uns noch mal ein paar Beeren. Autschen. Komm ran hier. Komm ran hier. So, sehr schön. Und dann... Geht es weiter. Geht die wilde Fahrt weiter, ey. The Fast and the Furious. Also, oder the Slow and the... On the edge of the Nervenzusammenbruch. Ungefähr so. So. Oh, was zum Teufel, was passiert? Ich mach doch gar nichts. Der Karren macht mich fertig. So, vielleicht hätte ich auch einfach mal nicht so viel Zeug und Kram da reinstecken sollen. Dann würden wir jetzt ein bisschen besser hier durchkommen. Vielleicht. Vielleicht. So, Hubert. Ich mach mal hier Hubert. Hier ist noch halbwegs. Hier sind halbwegs übersichtlich. So. Und dann. Ach, wenn man doch. Ich habe immer das Gefühl, wenn man nicht rennt, dann bleibt man quasi stehen. Also geht überhaupt nicht voran. Naja. Irgendwann, ja, irgendwann in der nächsten Folge werden wir zu Hause sein. Und dann. Ach, dann geht erstmal wieder der Müßiggang. Der Müßiggang geht dann wieder los. Also. Naja, also ein bisschen schön einschmelzen. Was ist das hier? Das ist nur ein ekliger, oller, dreckiger Stein. Ja, okay. Okay. Ich hab ja unbedingt, also ich will ja noch unbedingt noch schön ein bisschen was holen. Richtig auf gerade. Nach unserem Steg, der ist ja auch irgendwie überhaupt nicht fertig. Das ist alles irgendwie nicht so fertig. So wie ich mir das vorstelle. Aber hier und da möchte ich natürlich auch immer ein bisschen Abwechslung. Quasi eine Prise Abwechslung hier und da hereinsprenkeln. Quasi. So wie diese, so wie diese Zuckerperlen oder hier diese kleinen. Wie heißen die denn? Die kleinen Streuselchens. Damit es hier nicht so extrem langweilig wird, den ganzen Tag immer nur einem zuzugucken, wie er dumm sülzt und irgendwie die ganze Zeit irgendwas baut. Ist ja jetzt auch nicht Sinn der Sache. So, ich glaube, wir müssen da lang und da oben lang. Genau. So, hier Schubrakete. Sehr schön. Aber es ist gut, dass wir das hier schaffen irgendwie und nicht hier irgendwie sonst wo hängen bleiben. So, das gefällt mir ja nicht. Das muss ja alles weg. Das Haus habe ich von meiner Oma geerbt. Ich muss ja mal klar Schiff machen. Gott, oh Gott. Aber hier hätten wir auch anfangen können. Gut, dass wir es nicht haben. Aber hier wäre der Wald wirklich sehr, sehr nah gewesen. Wir bewegen uns mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von... Ja. Ist unmessbar. Es ist einfach unmessbar. Sind bestimmt 3 Wikinger in der Stunde. Also lang gelegt. So. Das Ding müsste noch mal aus dem Weg. Oh Gott. Kommen wir jetzt irgendwann noch mal an. Oh, die Sonne kommt raus. Oh, ist das schön. Ist das schön! So, einmal weiter. Hier, was ist denn hier los? Irgendwie sind wir auch einen besseren Weg gekommen, als wir jetzt irgendwie wieder nach Hause gelaufen, war. Kann das sein? Zumindest. Ui! Das war ein Stein. Zumindest kommen wir noch nach Hause. Und wir finden den Weg. Oder? Ja, komm. Ja, auf der Karte. Da ist der Altar. So langsam kommen wir dem Ziel näher. Langsam. So ein Wildschwein.
möchte ja auch gerne mitkommen. Ich habe gerade Janisch gesehen. Ist irgendwas passiert? Komisch, keine Ahnung. Ich glaube, der Karren ist über die Wildschweine rübergefahren, oder? Kann das sein? Oh, das ist gar nichts. So. Guten Tag, Herr Schwanz. Wie geht's Ihnen? Gut, der guckt mich nicht mal. Der guckt mich nicht mal mit einem Ei an, quasi. Ist alles in Ordnung. Wie lange? Wir haben es eigentlich gleich, oder? Noch schnell hier durch. Noch schnell hier. So, komm hier, ich helfe mit. Ja, sehr schön. Schnell hier durch, nächste Lichtung, sind wir doch schon da. Haben wir doch gleich geschafft. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Wir sind immer noch 10 Minuten entfernt. Oh, okay. Ich esse jetzt nichts. Ich esse nichts. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. So, bis jetzt reicht's ja noch so halbwegs aus. So halbwegs reicht's ja noch aus. So, da hinten ist schon der Altar. Hier gibt's noch geil Beeren abzuklauben. So, hier. Hallo. Ich muss mal ganz kurz. Dankeschön. Nicht wieder wegrollen. Bleib doch mal. Ja. So, kann ich bitte da. Hier, hier, da, da. Da hinten wächst nichts, oder? Nee, da auch nicht. Ich hoffe ja inständig, dass wir nochmal irgendwie ein paar Sträucher irgendwie uns selbst direkt in unseren kleinen, muckligen Vorgarten irgendwie stellen können. Das wäre richtig geil. Oh, eine fette Lage Erdhimbeeren und ein paar Heidelbeeren. Oh, das wäre so geil. Oh, den ganzen Tag nur Marmelade fressen. Oh. Nein, geh doch mal weg. Ich träume gerade von Marmeladenbrot. Geh doch mal. Richtig schön. Und dann können wir. Kannst du mal bitte meinen Wagen in Frieden lassen? Was ist denn das immer für eine Unart hier? Reisende auf ihrem Weg einfach so. Ist doch. Jetzt auch noch behindern. Nicht nur auf die einschlagen, sondern auch noch behindern. So, jetzt ist ja Zappenduster. Komm ran hier. Hat aber jetzt schon große Klappe gehabt. Dafür, dass er so wenig drauf hatte. Ein Schlag. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, da gibt's. Hier hinten gibt's Berserker. Krautzwerg Berserker. Die haben echt ein bisschen mehr drauf. Geil. Ich muss mir einfach mal merken, wann wir hier waren. Wann wir hier waren und wie lange das gedauert hat, dass sie wieder nachwachsen. So, warte. Den brauche ich noch. Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt haben wir doch wohl hoffentlich auch gleich hinter uns. Nup. Und hier durch. Sehr schön. So, ich kann den Stall schon riechen. Ach, so schön. Ach, herrlich. Ah, rum's wieder rum, ey. Ich freue mich so. Die Sonne scheint. Ah, irgendwelche komischen Gruselviecher lassen uns hier in Frieden. Ach Gott, oh Gott. So, aber jetzt wirklich. Es ist eine wirkliche Wohltat, ja, dass wir hier den Wall so zurückgedrängt haben. Ich glaube. Verdammt, Angst. Ich glaube. Dass wir jetzt weniger Besuch bekommen. Also ist weniger Wald da, heißt also auch weniger Krautzwerge. Oder, ja, nachts sind ja Krautzwerge unterwegs. Tagsüber kommen ja immer die ganzen Gräulinge angeschissen. Ich glaube, ich bilde mir das ein. Vielleicht ist es auch mal wieder Wunschdenken. Aber das ist immer schön, über seine Wünsche zu reden. Wenn man die artikuliert, dann werden die auch irgendwann wahr. Beziehungsweise andere kriegen die einfach mit. Weißt du? Und tun da ihr Übriges für. Dass sie denn wahr werden. Ja. Ist jetzt mal so eine Überlegung. So. Wenn ich mal ins Philosophieren geraten darf. Ausgezeichnet. Kann ich jetzt? Ja, ich könnte was zu essen vertragen. Sit. Dankeschön, 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 Dankeschön.
So, ich habe ein bisschen, nur ein bisschen, ganz kleines bisschen Holz habe ich dabei. Ich mache mir noch einmal richtig schön Fettkohle und penetriere eure Ohren mit dem Tastaturgehämmer hier. So, warum? War ich schon wieder so überladen das letzte Mal? Oder was ist hier los? Wahrscheinlich. Bin mir unsicher. So, ich habe Zeug und Kram mitgebracht. So, das stopfe ich doch mal hier drüben rein. Ich lasse jetzt einfach mal hin. So, sehr schön. Und hier war sogar noch Kohle drin. Mega geil. So. Und ich habe gelogen. Das hat nur 5 Minuten gedauert, bis wir hier waren. Das da wieder rein. Das können wir hier lassen. Das lassen wir einfach hier für die nächste Portion. Ich würde einfach mal die Steine nehmen wir mit rein. Jetzt nehme ich mir mal das hoch. Irgendwas? Nö. War jetzt nicht so intergalaktisch die Ausbeute, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm, aber reicht schon. Ich glaube, das könnte doch auch unser... ist das schon unser Boot? Ist das schon unser... Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist bestimmt unser Boot. Ja, hat sich alles gelohnt. Richtig geil. Wir haben alles richtig gemacht. Ich freue mich. So, das dahin, das hier hin. Machen wir nochmal ein bisschen Ordnung. Kleines bisschen. Ganz klitzekleines bisschen. So. Steine. Steine packe ich jetzt einfach mal hier rein. So, hat Martyrium hier auch endlich mal sein Ende, weil hier, glaube ich. Aber wo waren die? Hier waren die. Und hier haben die echt überhaupt gar keine Bewandtnis. Hier könnte ich die reinschmeißen. Müsste hier noch irgendwas rein? Was wollen wir hier rein? Ach, lassen wir die Kiste einfach für Baumharz. Dann ist das schon in Ordnung, würde ich sagen. Und hier können von mir aus auch Feuersteine rein. Ja, komm, machen wir da auch Feuersteine. So, wenn ich denn jetzt irgendwann mal fertig bin mit Sortieren, habe ich auch echt überhaupt keinen Überblick mehr wahrscheinlich. Dann sehe ich ein bisschen alt aus. Oh, die Teile. So, die Augen machen wir mal hier irgendwie rein. Da kommt Holz hin. Hier sind super viele Steine. Brauchen wir das gar nicht. Hier können wir ein bisschen... Ach, da machen wir ein bisschen Metallurgie rein. Harz, Holz. Ach, weiß ich auch nicht. Wohin jetzt mit denen? Die sollten ja eigentlich rüber in die andere Werkbank. Und die... Ich lasse die mal hier. Und die kommen rüber. So, die kommen hier hin. Dann machen wir hier so ein bisschen Naturkram. Beziehungsweise kann hier auch das Leder hin. Erstmal. Ich werde nie wieder irgendwas wiederfinden. So. Okay, machen wir das so. Dann kommen hier noch die reingeschmissen. Mache ich mal hier oben hin. Und dann haben wir hier wirklich nur noch auf der Seite... Dann haben wir hier wirklich nur noch alle, was zum Kochen ist und so. Ja, dann ist das hier, sollte ja eigentlich eine Special-Kiste sein. Die ist jetzt leer. Machen wir nochmal einen auf diesen. Und hier so. Hier sind so alles für Tränke. Das müssen wir auch da aussortieren. Dann nehme ich die mal hier raus. Und die alle. Dann mache ich hier die Special-Kiste. Machen wir hier die Special-Kiste hin. Ach, hier eigentlich nicht. Das könnte auch alles nach drüben. Ich schlepp mich mal rüber. Knirschen, was ihr hört, das sind meine Knie.
Dann nehme ich Ditto wieder raus und dazu schmeiße ich das dazu. Dann habe ich eine ganze Kiste nur mit Steinen voll. Toll. Richtig geil. Und hier kommen noch ein paar Feuersteine rein. Schauen wir mal, was da noch dazu kommt. Schauen wir mal. So, da habe ich noch ein paar Schwänze am Start. Hier habe ich noch davon. Die können natürlich auch lecker hier unten rein. Dann habe ich hier noch ein Trophäe. Das kommt alles hinten unter das Bett. Und da müssen wir noch mal gucken, was wir denn da noch mit veranstalten wollen. Und meine Schatzkiste. Sehr schön, die füllt sich auch langsam. Hier könnte übrigens noch eine fünfte hin. Müsste ich die aber alle abreißen. Und dann... Vielleicht graden wir hier auch mal ein bisschen ab. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen schön. Diese Möwen. Diese verdammten Möwen. Ja, alle zu. Nee, der muss ihn wieder putzen. So, dann haben wir das einmal durch. Dann geht weiter. Was für eine Freude. Mit dem guten alten Einsortierspiel. Ich habe noch mehr Steine. Toll. Da weiß ich jetzt schon mal, was dann in die andere Kiste reinkommt. Ich trage viel zu viel. Das ist wirklich viel zu viel. Machen wir mal einen auf... Dann machen wir mal einen auf diesen. So. Jo, ausgezeichnet. Das lassen wir mal vor sich hin numbulieren. Dann kann ich mal hier noch richtig schön... Was jetzt? Jetzt? Oh, hier ist gemütlich 4. Hier ist gemütlich 4. Und sobald wir hier zu unserem geilen Hirschfell kommen... Gemütlich 5. So. Warum geht das nicht? Hatte ich nicht noch? Ach so, nee, die hatte ich ja alle schon hier reingeschmissen. So, machen wir mal einen von diesen. Und dann noch jene. Und dann schmeiße ich die hier mit rein. Das ist wirklich, die Ausbeute ist wirklich... naja. Die Pilzchen könnten eigentlich auch noch woanders rein. Oh, was ist denn hier los? Hier ist ja eine Unordnung. Schrecklich, wirklich schrecklich. Hier wäre noch mehr. Also... Mit Erdbeeren kann ich mich hier echt totschmeißen. Und ich muss extrem schnell mal eine Blaubeerentour machen. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Spiel zu spielen und zu sagen, ja, ich muss jetzt in den tiefen, dunklen Wald, weißt du, da ein Troll rum und so weiter. Ja, was willst du da? Ich muss Blaubeeren sammeln. Das ist... Oh Mann, ey. So, hier haben wir noch ein bisschen Hach. Und hier haben wir noch ein bisschen Holz. Holz kommt hier rein. Dann habe ich hier noch mehr Augen. So, Augen waren ja hier. Augen waren hier. So, dann haben wir das auch. Das kommt nach hinten, das kommt nach hinten, das kommt nach hinten. Das Trollleder. Trollleder hat man... Warte mal, eine Sekunde. Trollleder hat man hier gemacht. Dann kommt das auch hier rein. Kann ja auch eine kleine Special-Truhe sein. Zusammen, weiß ich nicht, was uns noch erwarten wird. Und ich habe wieder ein paar Schädel, aus denen ich trinken kann. Richtig geil. Vielleicht sollte ich mir auch da in der Küche mal eine schöne Kiste machen. Scheiß auf den Humpen. Ich nehme hier einfach... Hier, Skelett-Trophäe. Schön geil Met rein. Und dann... Kann man Lippen küssen und dabei Met saufen. Die gar nicht mehr existieren. Die sind dann einfach schon weg. Herrlich. Herrlich. Der Kuss des Todes. Garniert mit einem köstlichen Honigwein. Gibt es was Besseres? Ich glaube wohl kaum. Darum dreht sich doch eigentlich das Spiel hier, oder? So viele verschiedene Kelche irgendwie zu besorgen. Woraus man Schnaps saufen kann. Oder Wein, je nachdem. So, hier können wir auch noch ein paar
Das ist nicht voll. Das ist nicht voll. Das kann so nicht bleiben. So. Und einmal jeder. Dann haben wir das. Jo. Würde sagen, wir sind ja quasi durch. Würde mal draußen noch hier noch mal ein bisschen nachfüllen. Und das auch. Und dann können wir doch hier erstens mal ein bisschen Holz nehmen. Zweitens mal, ich nehme mal hier von 10. Ich bin total überladen. So. Ja, ja, so. So kriege ich sie auch ein bisschen leiser hin. Und hier einmal den Schmelzofen füllen. War da nicht noch... Wie, die ganze Kohle ist alle? Hä? So, ja, stimmt. Hey, wir haben ja alles durchgeblasen. Das war ja ein ganzer Stack. Also überhaupt kein Problem. So, das schnapp ich mir. Das kommt hier rein. Das kommt da hin. Das kommt hier wieder rein. Und... Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. So. Ach, endlich. Endlich sitzen wir wieder zu Hause auf Couch, ey. Mann, das war echt eine... Ach, ja, eine herausfordernde Tour. Ein bisschen nervig zum Ende, aber naja, wir sind ja nicht unbedingt mit leeren Händen zurückgekommen. In der nächsten Folge dann, ja, nochmal ein bisschen das verarbeiten, was wir denn irgendwie so gefunden haben. Also daraus nochmal ein bisschen schmelzen und vor allen Dingen möchte ich mal ein bisschen was bauen. Heißt also, nächste Folge wieder ein bisschen gemütlicher zu Hause und unbedingt den Schweinestall. Ja, glaube schon. Das wird wohl der Plan sein für die nächste Folge. Meine Güte. So, bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, die habt ihr immer. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.